An meine Mutter. Waren wir anders als du als Kind? Waren wir so böse als kleine Kinder, dass du uns nicht ertragen konntest? Hätten wir nicht die gleiche Wärme, Aufmerksamkeit und Geborgenheit von dir verdient, die dir zuteil geworden ist, bis du erwachsen wurdest? Was war meine, unsere Schuld, dass du die Freiheit im Westen alleine ohne uns suchtest? Du hast uns in die Welt gesetzt und allein gelassen, ohne ein Wort des Bereuens oder Bedauerns. Das letzte Wort beruht deswegen, ich habe ja meine Mutter einmal nach der Wende kurz sehen können und das Erschreckende für mich war, wo ich denn damit auch mit ihr fertig war, war die Tatsache, ich habe nach meinem Bruder gefragt und sie sagte mir so, nur so lapidar, ja, er war mal kurz bei ihr, sie hätte ihn, aber sie wollte ihn nicht bei sich behalten, das konnte sie, wollte sie nicht. Und dann kam dieser doofe Satz, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht von ihr. Also ich fand es unfassbar, indem sie zu mir gesagt hat, sie hätte Mädchen schon, sowieso schon immer lieber gehabt wie Jungs. Und das kann man ja angesichts unserer Geschichte überhaupt nicht nachvollziehen. Ja? Wie wir direkt beide auseinandergerissen worden sind und ins Heim und wie das alles mit meiner Mutter direkt zusammenhängt, kann ich bis heute nicht sagen, weil ich darauf nie eine Antwort bekommen habe. Ich kann mich erst wieder an das erste Spezialheim erinnern, dass ich stundenlang, also gefühlte Stunden mit Bausteinen gespielt habe. Ich habe mir Höhlen gebaut. Das war so wie für mich wie eine Sicherheit. Wahrscheinlich heute sehe ich das so. Als Kind konnte man ja darüber gar nicht nachdenken. Ich habe eben, um mich abzulenken, ständig mit Bausteinen gespielt, habe da Höhlen und Verliese und ich wollte, wie so ein Schutz war das, was ich da aufgebaut hatte. So, und dann wurde ich irgendwann abgeholt. Ich war in dem Moment ja eigentlich froh, aber dann kam ich nach Altstrahlau. Und da begann eigentlich jetzt für mich der echte Leidensdruck, der auch mein Leben verändert hat und mich verändert hat. Es war in meinen Augen heute noch, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, das war ein Kindergefängnis. Ich weiß nicht, ob man sich da überhaupt was drunter vorstellen konnte. Das waren alles Doppelstockeisenbetten. Wir waren zu 8 oder 10 Mädchen in einen Raum, abends eingesperrt, ab 19 Uhr wurde alles dicht gemacht. Wir haben einen Eimer reinbekommen, da mussten wir unsere Notdurft verrichten, die Fenster waren vergittert. Das ist mir im Übrigen auch ist mir in Erinnerung, als ich dort ankam, schon die Tür, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen, die Tür. Die war eben wirklich auch ein Teil, glaube ich, aus Eisen, da machte von der anderen Seite jemand die Tür auf, wie im Gefängnis, nur, und guckte so ungefähr, na, wer ist denn da? Ach, ist wieder ein neuer ja, Transport, will ich so sagen, ne? Und alles ging genau auf Stritt. Da war ich ungefähr 8 oder 9 Jahre. Und morgens um 6 Uhr die Trillerpfeife, los, raus zum Waschraum. Alles in 5 Minuten. Wir mussten alles in Laufschritt verrichten. Auch an die kratzige Kleidung kann ich mich dran erinnern, an diesen hässlichen roten Pullover. Nicht, weil ich rot nicht mag, ich mag rot, aber ja, wahrscheinlich zigmal zu heiß gewaschen. Ich habe keinen oder desinfiziert. Wenn ich zum Beispiel rausgehe in der Natur oder auch an Orten, wo ich nicht immer sein kann, Bilder festhalte und wenn es nur ein Schmetterling ist oder kleines Bienchen oder irgendwie ein alter Baum, ja, das gibt mir einfach Ruhe. Oder wie dieses Bild hier, da weiß man nicht, was die Zukunft bringt bei mir. Ich bin ja heute nicht mehr die Jüngste, also weiß ich nicht, was die kommende Zeit mir bringen wird, ob noch Leben oder
die Krankheiten noch schlimmer wären oder vielleicht sogar der Tod demnächst, weiß man nicht. Umgedreht könnte man auch sagen, man lässt die Vergangenheit hinter sich und die Zukunft ist noch klar. Es ist keine Kunst, einen Menschen zu formen und Idealen anzugleichen. Es ist eine Kunst, ihm genau den Freiraum zu lassen, den er braucht, um das zu werden, was er ist, ohne dass er fällt. Und ich finde, das ist für jedes Kind unglaublich wichtig. Ne? Auch für Kinder, die heute bei den Eltern leben, egal ob die in Kinderdörfern leben oder bei Pateneltern, das sollte einfach wirklich beachtet werden, dass man jedes Kind den Freiraum lassen soll, dass es sich selbst frei entwickeln kann, ohne immer den Druck, staatlichen Druck oder elterlichen Druck von oben zu bekommen, dass es sich nicht frei entfalten kann. Thank you.